Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Frieden. Heute wollen wir gucken, wie können wir denn die Saisonbank möglichst schnell füllen. Ihr seht ja schon, in diesem Account habe ich 25 Millionen Gold, 25 Millionen Elex und 160.000 Dunkles. Das bedeutet, 2 von 3 haben wir schon durch und die Saisonbank füllt sich wie von Zauberhand mit Beute aus Mehrspielerkämpfen. Am Ende der Saison wird der Inhalt in deine Lager gebracht. So. Wir suchen jetzt schon mal einen Gegner raus und dann werde ich euch mal erklären, wie denn das funktioniert. Natürlich, der Grundstein von allem bei der Saisonbank und im Endeffekt auch bei Clash of Clans ist natürlich die Aktivität. Und während ich jetzt rede, haben wir schon Glück gehabt. Aber da kommen wir auch auf einen ganz entscheidenden Punkt, den ich jetzt eigentlich schon mal ein bisschen vorwegnehmen möchte. Geduld. Geduld bei der Gegnersuche, egal in welcher Liga du bist. Außer Legend League, weil du ja da den Gegner schon kriegst, fertig präsentiert. Egal in welcher Liga du bist. Geduld ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Und klar, du kannst natürlich noch unterscheiden, Goldpass, Silberpass. Beim Goldpass hast du irgendwann durch die Aktivität natürlich 25 Millionen von beidem. Und noch dazu, ja nicht nur 25 Millionen, sondern noch, wie heißt das, noch 250.000 Dunkles. So, wir sprengen da schon mal eben offen. Das Problem ist jetzt an der ganzen Geschichte, ja wobei, wir machen das mal eben so. Ich schicke mal schon mal eine Valkyre mit dazu. Das ist eine experimentelle Taktik, die ich noch ausgebildet hatte. So, und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert, dass die an der Seite schon mal so ein bisschen aufräumen. Wo ist die Valkyre? Da bist du. Ja, da bist du. Du musst natürlich eher draufgehen als der Rest, ist ja logisch. So, die räumen jetzt hoffentlich schon mal so ein bisschen auf. Und wenn sie gleich aufgeräumt haben, ja, jetzt geht sie gleich down. 1, 2, 3. Setzen wir den Rest hinterher und gucken einfach mal, ob es denn funktioniert oder nicht. So, da schon mal drauf. Da schon mal drauf. Die Valkyrie natürlich vorgesetzt. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt hier 1 Stern oder 2 Sterne holen, aber das ist auch bei der Vorgehensweise, wie wir jetzt das machen, damit wir die Saisonbank schnell füllen, ist das im Endeffekt auch hinfällig. Warum ist das hinfällig? Weil wir nur auf den Loot gehen. Wir gehen einzig und allein auf den Loot und die laufen jetzt alle vorbei. Super, super. Oh, das sehen wir schon. Es ist hochgegangen. Die Valkyrie ist hochgegangen. Das hat uns schon ein bisschen einen kleinen Vorteil verschafft. Jetzt gehen sie da rein. Sie könnten natürlich auch da drüber hüpfen. Hätte man auch machen können. Nein, nein, sie gehen dahin. Sie gehen dahin. Genau, geht ruhig dahin. Kümmert euch nicht um den Rest. Genau, ich habe noch 4 Freeze übrig. Ist natürlich auch sehr geil, dass man jetzt hier noch 4 Freeze übrig hat. Wofür auch immer. Der lebt noch. Es wird wahrscheinlich so drauf hinauslaufen, dass wir alles holen bis auf das Rathaus. Aber das ist im Endeffekt auch vollkommen egal. Das ist vollkommen egal, denn wir haben eh schon gewonnen. Wir kriegen den Loot. Das Rathaus kann uns egal sein. Ich kann jetzt auch... Oh, ich kann nochmal freezen. Wir kriegen das Rathaus auch noch. Keine Sorge. Wir kriegen das Rathaus auch noch. Pass mal auf. 3, 2, 1, jetzt. So. Also, da kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Wobei, es wird, glaube ich, sogar nochmal knapp werden mit dem Rathaus. Ja. Es riecht doch 100%, Leute. Also, Aktivität und Goldpass sind die beiden ersten Schlüssel. Klar, du musst den Goldpass nicht kaufen. Wenn du den Goldpass kaufst, dann hast du natürlich einen riesigen Vorteil, weil du so viel daraus bekommst. Du bekommst so unendlich viele Ressourcen daraus. Es ist unglaublich. Und du kannst natürlich dann auch die Saisonbank um ein Vielfaches erhöhen. Von 5 Millionen durch Aktivität auf 25 Millionen. Das ist natürlich ja, ein großer Unterschied. Und während jetzt hier der eine Bowler zusammen mit seinen kleinen Freunden noch versucht, was zu reißen. Oh, der ist leer gegangen. Der ist leer gegangen. Also, ein Punkt, den viele wahrscheinlich nicht kennen, aber der wichtig ist, Liga-Bonus zählt nicht zur Saisonbank dazu. Bedeutet, wenn ich jetzt in Titan 1 bin und 320.000 Liga-Bonus, das zählt nicht dazu und wir werden jetzt übrigens auch keine 100% holen, ist aber vollkommen egal. Egal, denn wir brauchen das nicht, weil wir über 1 Million haben von beiden, das ist schon mal sehr erfreulich. Und vor allem 10.000, 10.000 Dunkles. Liga-Bonus und auch Sternbonus zählen nicht dazu. Das zählt nicht zu der Saisonbank hinzu. Das haben wir jetzt gut geschrieben bekommen. Wir hatten eben 160.000 irgendwas, ne? Jetzt haben wir 171.000, weil wir etwas mehr als 10.000 hatten. Wir hatten ja 10.800. Ah, sieht gut aus, der Lock, ne? Der sieht gut aus, der Lock. Du musst in die Liga gehen, wo du dich wohlfühlst. Das ist ganz wichtig. Also es bringt nichts, wenn du jetzt ein Rathaus 10er bist und du quälst dich, wer weiß wo, in Champions League oder Titan rum. Das ist kompletter Schwachsinn. Du musst dahin gehen, wo du dich wohlfühlst und wo du natürlich auch das Gefühl hast, du kriegst den meisten Loot. Das kann man aber pauschal nicht sagen. Ich könnte dir jetzt nicht pauschal sagen, geh unbedingt in
was weiß ich, geh unbedingt den Titan als Rathaus 10er oder als Rathaus 11er oder als Rathaus 12er und dann kriegst du den ganzen Loot ab. Das ist ja Schwachsinn. Da muss man halt mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, Liga-Bonus und auch Stern-Bonus zählen da nicht rein. Dann ein weiterer Faktor, der auch sehr ärgerlich ist, den man aber auf jeden Fall bedenken muss, ist, dass die Saisonbank nicht weiter gefüllt wird, wenn deine Lager voll sind. Bedeutet, ist mein dunkles Lager jetzt nicht bei 267.000, sondern bei 300.000, dann füllt sich diese Saisonbank nicht weiter auf. Das muss man dann bedenken. Das würde ich dann zum Beispiel, dann würde ich die ganze Geschichte anders angehen. Oder beziehungsweise im Endeffekt, ich würde sie jetzt so angehen wie jetzt, aber dann aus dem Grund alleine würde ich nur dunkle Truppen nehmen, weil ich die Saisonbank ja füllen will, damit halt quasi das Dunkle in meinem Lager weniger wird. Oder ich würde mir jetzt irgendwie noch, wenn ich jetzt keine Supertruppe ausgewählt hätte, würde ich noch eine auswählen, einfach um noch ein bisschen Dunkles zu sparen. Das ist halt der Punkt, ne? Das musst du immer bedenken bei der ganzen Geschichte. So, wir werden mal eben nochmal ganz kurz was ausbauen. Geh nochmal rüber in den WTF-Account. Da müssen wir nämlich auch noch ein bisschen was machen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Nehme noch zwei Yeti mit, nehme noch ein paar Bowler mit. Das müsste auf jeden Fall passen. Jetzt habe ich noch ein bisschen was übrig. Drei Plätze haben wir noch übrig. Dann machen wir das so. Werden wir da was ausbilden? 1, 2, 3, 4. Ich habe irgendwie noch einen Platz übrig, ne? Ich weiß, ja. Wir haben wieder, nämlich, ja, der Klassiker. Wir haben wieder zweimal den Gift. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich wollte auf einen Punkt zu sprechen kommen. Also, wir haben Liga. Wir haben Aktivität. Wir haben Goldpass. Wir haben, dass sich das nicht füllt, wenn du die Lager voll hast. Und auch, dass der Sternen- und Liga-Bonus nicht reinspielt. Was natürlich wichtig ist, ist ein Clan. Ein Clan ist immer wichtig. Das Spiel heißt Clash of Clans und deswegen ist es wichtig, dass du in einem Clan bist und dass du Leute hast, die dir halt regelmäßig spenden. Das ist super wichtig. Denn nur mit einer gefüllten Clanburg kann man auch perfekt farmen. Es ist einfach so. Die Truppen. Was für Truppen nehme ich zum Beispiel? Hier ist es, hier in diesem Dorf. Ich werde oft halt komplett zerstört. Aktuell nicht so der Fall. Ich bin relativ weit unten. Aber wie ist jetzt hier der Fall? Ich habe hier auf jeden Fall in diesem Account immer ein Problem, das Dunkle zu bekommen. Wir haben 21 Millionen, wir haben 21 Millionen, wir haben 169.000. Ich habe noch 7 Tage, 21 Stunden Zeit. Sollte also nicht das Problem werden, das zu bekommen. Nur, ich bin ja hier ein gerushter Account. Wir haben keine Truppen. Ja, geil, wir haben keine Truppen am Start. So, hier nehme ich natürlich immer die Truppen, weil das meine stärksten sind, ist ja logisch. So, deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall einen Cut machen. Dann werde ich euch das gleich erzählen, wie ich das Ganze denn jetzt hier angehe. Ihr habt es ja gesehen. Wir bilden die Truppen aus. Ich muss auf jeden Fall Dunkles holen und der Rest in diesem Fall kommt von alleine. Diese 4 Millionen von beidem, die kriege ich sowieso. Also da mache ich ein paar Angriffe, dann sind die voll. Was wir jetzt wirklich gucken müssen, ist, dass wir das Dunkle holen. Das Dunkle, da ist noch echt Luft nach oben in diesem Account. Deswegen guck dir an, was dir denn überhaupt fehlt. Was musst du noch holen? Musst du vielleicht auch alles holen? Wenn ich jetzt wirklich alles holen müsste, dann würde ich überhaupt keine Elektrodrachen nehmen. Dann würde ich vielleicht Bartsch nehmen. Oder vielleicht ein paar Fässer noch dabei. Die sind aber, finde ich, mit 4.800 für 5 Wohnraum sind die auch ganz schön teuer. Muss man ja mal überlegen. Ein Riese im Vergleich ist viel günstiger, auch wenn er bei mir nur auf Level 5 ist. Aber dann würde ich einfach Bartsch nehmen. Dann würde ich jetzt in dieser Liga bleiben, bin in Silber 1, würde vielleicht noch in Gold gehen und würde einfach Bartsch nehmen. Können wir ja gleich mal probieren. Komm, das machen wir einfach mal. Wir nehmen gleich ein Tränkchen rein. Bilden jetzt hier mal ein bisschen Bartsch aus. So, zack, 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 Bartsch am Start. Dann nehme ich natürlich andere Zauber. Das ist auch logisch. Dann nehmen wir ein paar Blitze mit und ein Erdbeben, damit wir die Flächenschadenverteidigung wegblitzen können. Wir werden jetzt einen Trank einschmeißen. Nein, ich hab keinen mehr. Nein. Ergänzung natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen, weil das ja ein Spiel ist, was man zusammenspielt und wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die ihr vielleicht anders macht oder wo ihr sagt, ah, da stimme ich dir vielleicht zu oder da stimme ich dir vielleicht nicht zu, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare und dann sind wir eigentlich fast schon beim letzten Punkt. Also Truppen hatten wir, was natürlich auch wichtig ist, ein Trank. Also Trainingstrank ist mittlerweile einfach super wichtig in diesem Spiel. Es ist einfach so. Der ist einfach super wichtig. Wenn du weißt, du hast ihn, wenn du weißt, du kannst ihn jetzt benutzen, wenn du weißt, du hast jetzt vielleicht eine Stunde Zeit zum Farmen, mach es. Wirf den Trainingstrank ein, farm eine Stunde und dann klopp es durch. Das ist halt auch ganz wichtig. Aber okay, wir werden gleich noch ein bisschen weiterreden. Ein Punkt steht noch aus. Ich habe noch zwei Accounts, zwei Angriffe sind noch übrig. Dauert jetzt ein bisschen. In dem anderen Account geht es ein bisschen schneller. Bis gleich. Alles klar, den nehme ich jetzt mal mit. Hat einiges an... einiges an Gold für die heutigen Verhältnisse oder die heutige Zeit ist das gar nicht mal so viel. 496.000. Elex hat ein bisschen mehr. Dunkles hat er auch
hat er viel mehr und deswegen werden wir das jetzt mal wie folgt machen. Wo hat er die Bohrer? Da guckt man natürlich zuerst drauf, der Bohrer 1, Bohrer 2, Bohrer 3 und das Lager. Alles auf der oberen Seite, das ist natürlich für uns schon mal super. Ich habe keinen Sprungzauber, deswegen werden wir das mal offen sprengen. Wir haben das Katapult erwischt, haben das Rathaus nicht erwischt, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, 1, 2, 3, 4, 2, 2, wir räumen schon mal so ein bisschen auf, versuchen es zumindest. Ja, sie werden eh gleich, ich vermute mal, sie werden eh nach außen weglaufen, es ist im Endeffekt wieder egal. Wobei, dieses Mal ist es wirklich egal. Ich kann euch sagen, warum, 1, 2, 3, dieses Mal ist es egal, weil wir ja noch den Zeppelin haben. Kommt auch schon was aus der Clanburg raus vom Gegner, ist in Ordnung. Freezel. Warte, das Katapult nochmal gefreezed. Eigentlich brauche ich gar nicht so viele Wutzauber hier. Ja, im Endeffekt. Wo laufen sie denn jetzt hin? Das müsste ich eigentlich erstmal wissen. Wenn ich wüsste, wo sie hinlaufen, dann. Ja, okay, da. Wenn man weiß, wo sie hinlaufen, dann kann man auch den Wutzauber mal setzen. So, da oben noch hin. Gezündet. Wir holen uns das Rathaus gleich sowieso noch. Das Problem ist jetzt gerade eher das Dunkle. Es sind noch 3000 Dunkles übrig. Die interessieren mich jetzt gerade eigentlich noch mehr. Das ist noch viel ärgerlicher. Die will ich eigentlich noch gerne haben. Warte mal, die Gladi können wir noch zünden. Machen wir jetzt mal eben. Gladi hat nochmal richtig aufgeräumt. Königin ist außen. Ich lasse mir den Wutzauber mal noch übrig. Ich kann die Königin aber immer noch zünden. Ist jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass die Adler dafür da so ganz knapp lebt. Aber jetzt werden wir gleich passen. Ich zeige euch jetzt gleich, was wir machen werden. Wir haben jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir gehen aufs Rathaus und holen uns den zweiten Stern. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht. Ich habe noch den Felsenwerfer dabei. Oh, den könnten wir eigentlich auch nehmen. Ich glaube, wir nehmen den Felsenwerfer. Wir haben die Queen noch. Kein Grund zur Panik. Wir haben auch noch genug Zeit. Ja, sie kassiert ein bisschen. So, sie kümmert sich jetzt um die Adler-Dev. Adler-Dev kaputt. Jetzt kümmert sie sich gleich noch um den Inferno-Turm. Warte. Jetzt. Ah, nicht ganz. Erst noch das. Jetzt wird sie sich erst um die Kanone kümmern. Dann noch um den Tesla. Mit etwas Glück. Ah, okay, um die Luftabwehr. Da ist noch eine Tornado-Falle, okay, jetzt zeige ich euch, was wir machen werden. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt. Wir nehmen nicht den Zeppelin. Wir nehmen den Felsenwerfer. Der Felsenwerfer geht nämlich jetzt da drauf und holt sich jetzt zunächst einmal noch das. Ja, er geht gleich kaputt, ist aber egal. Jetzt geht er nochmal kaputt. Jetzt schnappen sie sich nämlich noch das Dunkle. Jetzt sind noch 700, ich meine 700 sind noch da. Ja, aber das ist mir jetzt egal. Wir haben den maximalen Bonus geholt. Es ging nur um das Dunkle. Es ging einzig und allein um das Dunkle, der Rest, klar, der ist jetzt noch im Rathaus drin, aber das war schon klar, dass wir das Rathaus nicht bekommen oder das Dunkle halt dann bekommen. Eins von beiden, da muss man sich dann mal entscheiden. Ich habe mich fürs Dunkle entschieden, wir haben 7300 mitgenommen, plus noch den Bonus kriege ich halt nicht in die Saisonbank rein. Ist auch klar, aber trotzdem hat es sich ja gelohnt. Das war gut. Man muss sich entscheiden, ne? Man muss sich entscheiden, was macht man. Und ich nehme jetzt auch wieder nur dunkle Truppen mit. Warte mal, eins, zwei, eben, okay, gut, wir hatten ein paar Riesen dabei, ne, muss man mal ein bisschen gucken zwischendurch. So, 4, 5. Wie viel haben wir noch Platz? 16 Platz. Da passt sogar noch ein Magier mit rein. Dann, 1, 2, 3, 4. Das kostet natürlich auch. So ein Erdbeben, der kostet auch schön Dunkles, das ist gut. Jetzt gucken wir mal drauf. Vorteile, 178.000. Na, so langsam wird es doch. Da musst du halt durchziehen. Wenn du den Trainingstag drin hast, da musst du durchziehen. Und wir gucken mal nach. Im WTF-Account ist es immer noch ungewohnt, keinen Cut zu machen. Es ist immer noch ungewohnt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist es fertig? Wahrscheinlich nicht, ne? 2 Minuten? Ah, weil wir noch Bartstruppen in der... Ah, weil wir noch einige Bartstruppen in der Ausbildung haben. Warte mal, das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir mal eben ganz kurz dazwischen gehen. Nehmen wir ein paar Loons lieber mit. Warte. So, ein paar Loons, das ist besser. Das ist eine bessere Kombination. Das ärgert mich auch. Dass du irgendwie dauernd das immer dann alles, bei Bartsch immer alles einzeln wegmachen musst. Komm, das passt so. Wir haben ja gesagt, vielleicht für später noch ein Bartsch. Oder ich zeig den in der nächsten Episode. Können wir auch so machen. Wir haben alles ready. Ich hab nur 2 von den verfügbaren 4 Helden. Ich habe, glaube ich, 2. Oh, der Klassiker des Jahrhunderts. Immer die 2 davon. So. Also. Ich hatte ja gesagt, Geduld. Geduld ist ein Faktor. So eine Base kann ich mit diesem Account nicht holen. Mit dem anderen gehen wir dann natürlich locker drüber. Bei diesem Account müssen wir mal gucken. Das bedeutet, du musst immer gucken, was kannst du mit deinen Truppen machen und was kannst du nicht machen. Sowas zum Beispiel ist eigentlich ganz gut für mich. Oh ja. Pass mal auf. Ich habe eine Idee. Und zwar hätte ich ganz gerne den Bohrer.
Den haben wir jetzt. So, da vorne ist auch noch ein Bohrer. Den kriegen wir wahrscheinlich auch noch mal eben schnell. Und dann hole ich mir gleich auf jeden Fall noch eben das Rathaus. Ah, es wird jetzt hier ein bisschen, schwieriger. Ah, der geht dahin. Der geht nach rechts. Der geht nach rechts weg. Wir müssen jetzt nicht auf das Elex achten, das ist egal. Wir müssen nur auf das achten, was wir wollen. Oh, die Gladi merkt nichts. Die Gladi hat nichts gemerkt. Wir können da unbehelligt können wir das uns jetzt holen. Ah, zumindest fast. Komm. 4. Geht bitte da drauf. Holt euch den Bohrer. Ja, wir kriegen den. Mit 4 Bogies kriegen wir den. Das ist gut. Ist sonst irgendwo einer? Wo ist noch? Da unten noch. Da unten noch. Den will ich auch noch eben haben. Plus die Goldmine natürlich. Da sind sogar 2 Goldminen und noch Katapult leider auch noch. Aber der Loon macht das, was er machen soll. Er fängt die ganzen Luftfallen ab. Das müsste reichen. Selbst wenn das Katapult jetzt feuert, das müsste reichen. Wir kriegen den Bohrer. Ja, kriegen wir. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Perfekt, so. Jetzt kommt Punkt Nummer 3. 1, 2 und... Zack. Beide gezündet. Jetzt warten wir mal eben ab, bis sie sich das Rathaus holen. Und dann gebe ich mal eben schnell auf. So. Stern ist am Start. 3700. Na, wer sagt's denn? 3700. Genau so. Genau so. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir echt einige Bartstruppen aufgefüllt haben. Aber ist in Ordnung. Da muss man auch mal, da muss man dann flexibel sein. So einen natürlich nehme ich nie im Leben mit. Deswegen machen wir jetzt einen Cut. Wir gucken mal, was wir jetzt noch hinbekommen. Unsere Armee ist ja jetzt eigentlich etwas günstiger geworden dafür, dass wir jetzt ja über 100 Bartstruppen haben. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Ist logisch, ist logisch, ist logisch. Nehmen wir natürlich auch mal eben schnell mit. Werde ich jetzt auch nicht freezen? Nö, 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 nö. Das ist ja gut, das ist der Vorteil beim Trainingstrank. Ist auch nicht viel, aber immerhin, es ist... Ah, wie viel haben wir jetzt? 5 Minuten. Und, wo ist der König? 1 Minute. Kurzer Cut, ich muss sowieso einen Gegner raussuchen. Bis gleich. Okay, das ist natürlich jetzt eine Base, die wir mitnehmen müssen. 4900 Dunkles, das sieht gut aus. Warte mal. Alles feinsäuberlich aufgestellt. Ich werde das trotzdem mal eben da blitzen, ein bisschen. Hat jetzt nicht so ganz so viel gebracht, aber ein bisschen natürlich schon. Lass mal eben unsere Helden vorlaufen, die sollen sich da mal eben drum kümmern, vor allem natürlich um die Luftabwehr, damit wir da gleich den Rest holen können. Rathaus 12, ein Stern, und dann haben wir doch unsere 4932 Dunkles, die einzig und allein jetzt in den Bohrern drin sind, und das Ganze, was den Loot betrifft, ist natürlich in den Minen und Sammlern drin. So, die werden sich jetzt um ziemlich viel, ja, die werden sich jetzt schon ziemlich viel schnappen. Die werden sich jetzt schon ziemlich viel schnappen. Da kann ich ja hier schon mal meine Barbaren hinsetzen. Die werden irgendwann das Rathaus dann aufwecken, aber ist mir dann auch egal. So, Gladi hat schon mal gezündet. Das ist gut. Ich spare mir den nicht auf. Ich spare mir den Zauber nicht auf. Der bringt trotzdem noch was. Den König kriegen wir nämlich trotzdem noch. Das ist wichtig. So, die Königin kommt. Die Königin schießt auf meinen König. Ich werde den... Der König muss direkt aktiviert werden. So, da drauf. Oh nein. Oh Gott. Hat er da echt so viele Tesla stehen? Ja gut, klar, die Tesla müssen ja irgendwo sein. Aber das passt jetzt auch schon mal so weit. Ja, dann haben wir es doch gleich. Das Rathaus ist noch das Einzige, was mir dann Probleme bereiten könnte. Und wir haben keinen Zauber benutzt. Doch, Blitz. Blitz haben wir benutzt und Gift. Aber ansonsten sind wir relativ günstig noch aus der Geschichte rausgekommen. Ja, 4932 warten auf uns. Warten von uns geerntet zu werden. Komm, der Ballon. Ein bisschen schaffst du doch noch. Ja, da kommen noch die anderen Ballons zur Hilfe. Den hat er auch noch sich geschnappt. Jetzt schnappen die sich noch immer eben den Turm. Ja, ich will jetzt aber auch nicht noch irgendwie mehr Truppen setzen, weil es auch immer darum geht, so wenig wie nötig zu setzen. So wenig wie nötig Truppen einzusetzen, um so viel wie möglich an Loot zu bekommen. Das ist ja im Endeffekt der Grundsatz beim Farmen, und das kannst du ja dann auch auf die Saisonbank quasi übernehmen. Oder für die Saisonbank übernehmen. So, Rathaus lebt noch. 32.000 Gold, 6.999 Elixier, 122 Dunkles, passt soweit. Bitte, kleiner Dwarden, hilf mir nicht. Nein, 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 mach ich alle Drachen kaputt. Mach ich alle Drachen kaputt. Ja, ja, schnapp dir ruhig alle. Das, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, ja, jetzt bist du nämlich kaputt. So. Wie einfach, wie lüttich einfach dieses 1-Sterne-Rathaus 12 aussieht im Vergleich zu dem Rathaus 12 5 Sterne mit dem Giga-Tesla. Alter, so ein kleiner Mini-Tesla, der da rausguckt. Und er wird reichen. Wahrscheinlich wird er reichen, um meinen Drachen zu besiegen. Komm, Drache, wehr dich doch. Wehr dich doch. Ah, ist ein Kampf auf Augenhöhe jetzt. Na, es reicht. Explodiert nämlich noch. Dann reicht es. Und dann war das sehr guter Loot, muss man sagen. Ja.
Was will man mehr, oder? Was will man mehr? Es wird so langsam. 178.000. Ja, den Rest, wie gesagt, den Rest haben wir einfach mitgenommen. Und Zusammenfassung nochmal für euch, während wir nochmal eben Truppen anfordern. Also, wie fülle ich denn die Saisonbank möglichst schnell? Aktivität ist natürlich ein Faktor generell bei diesem Spiel. Goldpass, klar, füllt die Saisonbank nicht schneller, aber vergrößert sie natürlich extrem. Ja, wobei ein bisschen schneller natürlich schon, weil du natürlich auch dann die 1-Gem-Spende und so, 1-Gem-Spende sage ich schon, weil du den Ausbildungsschub hast, ist natürlich auch ein Faktor, klar. Liga-Bonus, Stern-Bonus und auch CW-Bonus zählen nicht zur Saisonbank hinzu. Und die Saisonbank füllt sich natürlich auch nicht, wenn du die Lager voll hast. Da solltest du immer drauf achten. Ansonsten guckst du, wo du denn am besten farmen kannst. In welcher Liga, das kann man pauschal aber nicht sagen. Das musst du für dich selber entscheiden. Abhängig von deinen Truppen, von deinen Helden und von deinem Rathaus natürlich. Dann musst du natürlich gucken, was will ich überhaupt füllen? Habe ich vielleicht schon Gold voll oder habe ich vielleicht schon Elex voll? Im Endeffekt, wenn du die Truppen betrachtest, eine Truppe kostet entweder Elex oder Dunkles. Also normales Elixier oder dunkles Elixier, eine Truppe kostet kein Gold. Das Einzige, was Gold kostet, sind die Belagerungsmaschinen. Bedeutet, du guckst dann halt, brauche ich noch Elex oder brauche ich dunkles Elixier? Ne? Je nachdem wird dann deine Armee auch aussehen. Ganz logisch. Guckst du, dass du einen Clan findest, der aktiv ist, damit dich der Clan natürlich immer mit einer schönen Clanburg versorgt. Ist auch logisch. Helden sind natürlich absolut von Vorteil. Auch logisch. Trainingstrank. Definitiv auch von Vorteil. Und natürlich, was wir gerade bei mir gesehen haben, Geduld. Nicht den Erstbesten mitnehmen. Vielleicht mal zwei, dreimal weiterklicken. Denn im Hintergrund bauen deine Truppen ja eh schon wieder weiter aus. Deswegen, ja, das war schon mal das. Und wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Guck in die Beschreibung, abonnier den Kanal und gib den Creator-Code. Gib den Creator-Code MBF ein. Bis später. Macht's gut. Tschüss.